Ganz kurz noch zu meiner Person. Mein Name ist eben Daniela Bernhardt. Ich bin Diplompsychologin. Ich bin seit 3 Jahren am CIVIS tätig, eben im Grundlagen- und Orientierungsstudium. Und da bin ich so für die Lehre im Bereich Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen zuständig. Also das Grundlagen- und Orientierungsstudium ist ja ein Teilprojekt der Quiz-Studies zum Studieneinstieg, aber auch später im Studium eben zu unterstützen, dass sie die Herausforderungen gut meistern können und dabei auch eben auch stressfrei studieren können. Ich würde ein bisschen was erzählen wollen, eben auch über die Herausforderungen eines Online-Studiums und was speziell wir am CIVIS oder eben am GOS anbieten, um Sie, die Studierenden, dabei zu unterstützen. Da kommt jetzt natürlich einiges vor, was vielleicht vorher schon angesprochen wurde von der Frau Händel, auch von den Studierenden, aber vielleicht verzahnt sich das ganz gut dann auch ineinander. Ich habe mal so ein bisschen auch in die Literatur reingeguckt, was wird dort denn so berichtet, was häufige Herausforderungen eines Online-Studiums sind. Genau, und ich habe jetzt einfach mal ein paar Dinge herausgegriffen, die, glaube ich, wichtig sind. Also einmal natürlich dieser große Bereich Zeitplanung und Aufgabenmanagement. Nicht wenigen Studierenden fällt es ja nicht so leicht, den Workload, über den heute schon viel gesprochen wurde, so gleichmäßig über das Semester zu verteilen und Aufgaben wirklich zeitnah und stressfrei zu erledigen. Also diese sehr bekannte Aufschieberitis ist ja durchaus verbreitet. Und das ist jetzt kein Thema, das unbedingt nur spezifisch für Online-Lehre natürlich ist. Wir wissen ja, ein Vollzeitstudium entspricht eigentlich einem Vollzeitjob sozusagen. Allerdings sind die Rahmenbedingungen im Studium, eben dass man wenig feste Anwesenheits- und Arbeitszeiten hat und eben lange Zeiten bis zur Leistungskontrolle. Diese Rahmenbedingungen sind doch begünstigend für Aufschiebetendenzen. Jetzt ist es anders, als es in vielen Jobs der Fall ist. Und die Folge ist dann, was auch gut dokumentiert ist in der Literatur, dass viele Studierenden die Arbeitslast eben nicht gleichmäßig übers Semester verteilen. Am Anfang gibt es eher entspanntere Phasen, die dann gefolgt sind von eher unentspannten Phasen. Wenn es Richtung der Prüfung geht, dann werden Nächte durchgepaukt. Dazu passen auch so Befunde wie aus der Studie vorher, dass das Stresserleben eben im Semesterverlauf ansteigt. Und jetzt zum Thema Online-Studium. Das kann natürlich dazu führen, dass diese eher in Bezug auf Aufschieben, Erledigung von Aufgaben, ungünstigen Rahmenbedingungen nochmal verschärft werden. Sei es zum Beispiel durch asynchrone Lernformate, wo es dann eben zum Beispiel gar keine Sitzungstermine gibt, vielleicht auch gar keine Abgabetermine gibt. Dann ist noch weniger externe Struktur vorhanden, gibt noch längere Zeiträume bis zur Leistungskontrolle. Das sind Umstände, die bei jedem von uns Aufschiebeverhalten begünstigen. Und dann haben wir auch viel schon über den höheren Workload gesprochen. Das wird auch in der Literatur diskutiert, dass das passieren kann, dass durch Digitalisierung die Studierenden einfach auch mit einem höheren Workload vor allem am Anfang konfrontiert sind, der dann eben auch verteilt werden muss. Genau. Zweiter Punkt, ich habe das jetzt mal Studieren und Lernen am heimischen PC genannt. Das ist ja auch heute schon angesprochen worden. In der Tat kann es sein, im Vergleich jetzt zum Hörsaal oder zur Bib, dass eben am heimischen PC das konzentrierte oder fokussierte Arbeiten erschwert sein kann. Also einerseits ist es natürlich physiologisch anstrengend für die Augen, wenn ich stundenlang in meinen Monitor reingucken muss. Andererseits sind natürlich die Interaktionsmöglichkeiten nicht dieselben wie in einem Seminarraum, was dazu führen kann, dass weniger kognitive Aktivierung da ist, dass ich als Studierender wenig gefordert bin, auch selber aktiv mitzudenken. Mich hat es gefreut zu hören in der Studie, dass viele Studierende, ich glaube, bei denen ohne Kind waren es ja über 90%, mit Kind über 60%, tatsächlich über einen ruhigen Arbeitsplatz verfügen. Denn das ist natürlich ein weitere Herausforderung, dass ein Arbeitsplatz zu Hause sehr ablenkungsreich sein kann. Also ich als Studentin hatte zum Beispiel eine Einzimmerwohnung und wenn ich nach links geguckt habe, habe ich auf den Kühlschrank gesehen und wenn ich nach rechts geguckt habe, auf den Fernseher. Und da ist natürlich dann die Versuchung, vielleicht mal ein spontanes Päuschen einzulegen, natürlich größer, wie wenn ich diesen festen Arbeitsplatz in der Bib habe. Genau, und der zweite Punkt, der hier jetzt auch noch steht, so dieses Thema Work-Life-Balance, Work-Life-Integration, das ist meiner Erfahrung nach eigentlich so ein Dauerbrenner bei Studierenden. Also eine Schilderung, die ich da ganz oft höre, ist dieses, ja, ich sitze eigentlich den ganzen Tag am Schreibtisch, irgendwie bin ich aber nicht produktiv, ich lasse mich recht leicht rausziehen, dann nach Feierabend muss ich aber wieder ständig ans Lernen denken und denke mir, eigentlich müsste ich noch das und das machen, weil ich ja tagsüber nicht so viel geschafft habe. Und jetzt natürlich kann man sich schon vorstellen, wenn der Arbeitsplatz dann primär zu Hause ist,
ist, dass allein schon eine räumliche Trennung von Arbeit und Freizeit nicht mehr so gut möglich ist und diese Trennlinie einfach dann nochmal weiter verschwimmt. Genau, und der letzte Punkt, haben wir auch schon drüber gesprochen, Kommunikation und Interaktion. Einmal mit Dozierenden natürlich, da ist die Kontaktaufnahme, der Austausch kann durch den Online-Kontext eingeschränkt sein. Ich greife gern das Beispiel der Webcam, das wir vorher schon hatten, auf, also ganz konkret in einem Seminarraum. Da reicht mir oft ein Blick einfach ins Plenum, um zu checken, bin ich zu schnell? Gibt es Unklarheiten, brauchen die Leute eine Pause, ohne dass eine Person auch nur ein Wort sagen muss. Und das ist jetzt natürlich via Zoom nicht mehr in derselben Form vielleicht erstmal möglich. Noch schwieriger wird es bei asynchronen Formaten, wo eben vielleicht sich Lehrerinnen und Lernende erstmal gar nicht zu Gesicht bekommen. Anderer Punkt, Austausch unterhalb der zwischen den Studierenden, auch so im Hinblick auf kooperatives Lernen zum Beispiel. Also ich habe auch schon Anfragen jetzt bekommen von Erstis, die sich Sorgen machen, wie finde ich denn jetzt überhaupt eine Lerngruppe, wenn man sich überhaupt nicht treffen kann, oder auch, wie können Treffen stattfinden, wie kann so ein, wurde auch vorher angesprochen, ja, dieser informelle Austausch, der ist auch einfach eingeschränkt, ja, dass man sich einfach mal so ein bisschen unterhält zwischendrin. Genau, und das ist auch was, was sich in der Literatur zeigt, dass eben Studierende im Zusammenhang mit Online-Lehre häufig über Isolation, Distanz, Entfremdung, solche Dinge eben berichten, also bestimmte Barrieren, die da einfach da sind. Genau, umso wichtiger, ich sage es einfach nochmal, weil ich es eben auch unterstreichenswert finde, dass eben Sie auch als Studierende die Angebote, die es gibt, sprich Foren, E-Mail-Verteiler, Zoom-Sprechstunden, auch wirklich wahrnehmen, auch wirklich auf die Dozierenden zugehen, in den Dialog reintreten und da auch keine Berührungsängste haben. Genau, okay, also das waren jetzt einfach mal so ein paar Herausforderungen rausgegriffen. Man sieht da auch, denke ich, dass diese Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen auch stattfinden, also auf motivationaler Ebene, viel Thema Selbstregulation, aber auch Sozialverhalten. Das sieht auch erstmal alles nicht so aus, als könnte man es nicht irgendwie lösen. Nur, und auch das wurde schon genannt, hatten wir natürlich jetzt hier eine relativ spontane, eben diese Ad-Hoc-Umstellung von Präsenz auf Online-Lehre, was es weniger Möglichkeiten gibt, auch für Studierende, sich auf diese Herausforderungen tatsächlich vorzubereiten. Und ein weiterer Punkt, den ich extrem wichtig finde, vielleicht auch, weil ich dazu Lehre mache, ist das Thema Lern- und Arbeitsroutinen. Also wenn ich natürlich von einem Schlag auf den anderen, ist alles anders, das wirbelt meine Routinen ganz schön durcheinander. Und da zeigen die Studien auch relativ gut, dass solche Study Habits, also positive Lerngewohnheiten, ganz entscheidend zum Lernerfolg beitragen. Also nicht nur, was die akademische Leistung angeht, sondern eben auch den Umgang mit Belastungen im Studium. Also das kann sehr hilfreich sein, da wirklich so feste Prozeduren auch bei sich etabliert zu haben. Also vielleicht können Sie als Studierende sich überlegen, warum hat man sich in Präsenzzeiten oft im Hörsaal immer auf denselben Platz gesetzt oder in der Bib auf denselben Lernplatz? Oder warum sind es oft dieselben 5 Leute, die sehr aktiv mitarbeiten in Seminaren? Oder warum trifft man sich immer am selben Tag, zur selben Uhrzeit, geht nach demselben Schema den Lernstoff durch in der Lerngruppe? Also solche bestimmte Prozeduren, Abläufe, bestimmtes Wissen muss einfach automatisch abgerufen werden können, damit ich dann eben kognitive Kapazitäten frei habe, auch für in die Tiefe lernen, für kreatives Arbeiten. Und werden jetzt diese Lern- und Arbeitsroutinen, die ich mir da mühsam aufgebaut habe, auf einmal zerschossen, bin ich natürlich wieder mit Basics beschäftigt. Ja, das ist das, was sicherlich im Sommersemester war, dass man erstmal wieder rausfinden muss, wie funktioniert denn eigentlich so eine Vorlesung via Zoom? Was mache ich denn jetzt für neuen Tages- und Lernrhythmus? Oder was kann ich für neue Kommunikationswege finden? Also das sind Sachen, die eigentlich vorher, über die man gar nicht mehr nachgedacht hat und die jetzt eben wieder Ressourcen kosten. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes, man kann ja neue Routinen tatsächlich aufbauen, aber auch hier ist die Forschung eben relativ eindeutig, dass das durchaus Zeit kostet, Geduld kostet, weswegen das Thema, denke ich, jetzt auch noch nicht abgeschlossen ist im Sommersemester, sondern wir sind da alle einfach noch dabei, neue Routinen aufzubauen, um dann eben wieder das zu machen, was wir eigentlich wirklich machen wollen, also uns intensiv mit Inhalten auch zu beschäftigen. Genau, all diese Aspekte, die ich jetzt geschildert habe, mögen dazu geführt haben, also das habe ich ein bisschen beobachtet während des Sommersemesters, dass eben sehr stark auch die Herausforderungen des Online-Studiums oder spontanen Studiums im Vordergrund standen. Heute wurden ja auch schon viele Chancen und Vorteile angesprochen. Ich habe dann oft in Seminaren am Anfang gefragt, okay, was ist denn Nachteil der aktuellen Situation und was ist denn Vorteil? Und da fiel es am Anfang den Studis schon schwierig, auch Vorteile zu benennen, aber die gibt's und ich glaube, die können auch jetzt mehr in den
Vordergrund treten und genutzt werden. Wichtige Frage, was brauche ich denn als Student oder Studentin, um diese Herausforderungen auch eben gut meistern zu können? Also der Herr Guter, glaube ich, hat es vorher gesagt, bei manchen Studis, denen fällt es von Haus aus leichter, andere brauchen da vielleicht mehr Unterstützung. Das ist natürlich individuell. Die Frau Kopp hat schon gesagt, also das sind natürlich auch so ganz praktische Sachen, einfach die Ausstattung, Lernräume, die Technik und so weiter, Umgang mit Hard- und Software. Das sind natürlich alles Punkte, die wichtig sind. Aber es ist eben auch, und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, auch mit der Auflistung jetzt von Herausforderungen, es gibt eben auch einen Haufen Schlüsselqualifikationen, vor allem jetzt hier im Bereich der Selbst- und Sozialkompetenzen, die das digitale Studium eben erleichtern. Ich habe hier mal so die wichtigsten rausgepickt. Also klar, Selbst- und Zeitmanagement, ganz wichtig, also dass man sich eben auch ohne so eine starke externe Struktur gut organisieren kann. Reflexionsvermögen, Analysefähigkeit, also dass man wirklich so einen Schritt zurückgehen kann, auf die eigenen Arbeitsprozesse mal gucken kann, das analysieren kann, was läuft gut, was kann ich verbessern. Dann Eigenverantwortung, Initiative. Ich hatte das in einem Seminar, dass mein Mikro ausgefallen ist, die Leute sich untereinander hören konnte, ich alle Leute hören konnte, aber die mich nicht hören konnten. Und dann brauche ich natürlich jemanden, der das sofort checkt und sagt, ja, ich sage gleich Bescheid, da läuft was nicht richtig. Also auch so einfach Initiative ergreifen. Selbstmotivation, Selbstkontrolle ist, denke ich, klar, dass man sich zum Beispiel auch im Homeoffice nicht so leicht ablenken lässt. Und natürlich einfach so eine Aufgeschlossenheit für Neues, für neue Lernprozesse, für neue Methoden. Genau, und abschließend auch Kommunikations- und Kooperationskompetenz, eben diesen förderlichen Kontakt auch zu Dozierenden und Kommilitoninnen zu pflegen. Genau, und wenn man sich diese Liste jetzt anguckt, kann man eigentlich sehen, es sind im Prinzip klassische Felder, die wir am CIVIS im Bereich Schlüsselqualifikationen eigentlich schon seit Jahren bedienen oder bespielen, also vor allem eben auch im Grundlagen- und Orientierungsstudium im GOS. Viele von unseren Veranstaltungen ziehen genau darauf ab, Entschuldigung, genau diese Skills eben zu fördern, die dann das Navigieren auch durch Online-Lernumgebungen erleichtern. Ich habe jetzt mal, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, ein paar SQ-Angebote rausgegriffen, jetzt speziell das GOS am CIVIS, die wir im kommenden Wintersemester anbieten, wo diese digitalen Studienkompetenzen, wie ich sie gerade aufgezählt habe, auch im Vordergrund stehen. Das komplette Angebot kann man auf unserer Homepage sich angucken. Wir haben, das hatte der Herr Guter ja angesprochen, also gerade auch dieses Thema, oh, wir machen uns alle ein bisschen Sorgen um die Erstsemesterstudierenden, wie wird es für die sein? Wir haben seit Jahren schon eine Orientierungswoche für Erstsemesterstudierende. Die war bisher immer für Studierende in der Philfak. Die haben wir jetzt ausgeweitet für Studierende aller Fakultäten. Es findet auch online statt zum ersten Mal. Wir haben auch versucht, spezifisch jetzt auf die besondere Situation darin einzugehen. Also das ist so unser Dauerbrenner, die Orientierungswoche am GOS. Dann haben wir einige Seminare, wo ich jetzt hier mal vier aufgezählt habe, auf die ersten beiden, digital und selbstorganisiert lernen und den inneren Schweinehund, gehe ich gleich noch ein bisschen näher ein. Ich persönlich mache ein Seminar eben auch zum Thema Studieren mit guter Work-Life-Balance, wo es eben auch um Zeit- und Stressmanagement geht. Die Kollegin Annette Arendt macht im Seminar ins Schreiben kommen, wo es darum geht eben, wie kann ich jetzt zum Beispiel eine lange aufgeschobene Hausarbeit endlich anpacken? Kann das jetzt vielleicht auch die Chance sein? Schreibzeitmanagement und sowas. Und diese Kurse, die jetzt hier gelistet sind, da ist nichts neu. Also das sind Kurse, die wir schon lange im Portfolio haben, die wir kontinuierlich weiterentwickelt haben. Und uns war es jetzt eben auch wichtig, aus den Evaluationen im Sommersemester auch, wie es die Frau Kopp vorher auch gesagt hat, Konsequenzen zu ziehen, die Kurse weiter zu verbessern und eben noch stärker auch auf die Bedarfe der Studierenden zuzuschneiden. Genau, ich greife mal diese zwei Veranstaltungen raus, einfach um ein bisschen zu zeigen, wie wir so vorgehen bei der Vermittlung dieser Kompetenzen. Seminar Digital und Selbstorganisiert Lernen bieten dieses Semester drei Kolleginnen von mir an, Katrin Götz-Vorteller, Simone Hespers und Leonie Distler. Es handelt sich hier um einen semesterbegleitenden Aufbaukurs eben zu unserer GOS-Orientierungswoche. Das heißt, das richtet sich eigentlich auch gezielt an Erstsemesterstudierende eigentlich aller Fakultäten. Genau, und hier werden Stud-on-Lern-Module bearbeitet von den Studierenden. Zum Beispiel eben natürlich haben wir das Thema Wege durch den digitalen Dschungel, aber auch wie kann ich aus Lehrveranstaltungen das Beste rausholen, wie gehe ich vor beim Erstellen eines Lernplans und so weiter.
Diese Lernmodule werden Schritt für Schritt im Semesterverlauf eben von den Studierenden durchgearbeitet. Es gibt regelmäßig Kleintreffen, also Treffen in Kleingruppen von 3 bis 5 Studierenden mit einem ähnlichen fachlichen Hintergrund, wo sich gegenseitig Feedback gegeben wird, auch zu diesen inhaltlichen Modulen. Das wird angeleitet durch die Dozentinnen. Und wir haben eben regelmäßige Abgabetermine für kleine Reflexionen zu diesen Treffen und auch am Ende einen Abschlussbericht. Also das wird semesterbegleitend einfach immer Schritt für Schritt weiter durchgegangen. Ein anderer Kurs, den ich kurz zeigen möchte, den mache ich schon seit ein paar Semestern. Das ist zum Thema, wie zähme ich den inneren Schweinehund. Auch der Kurs ist semesterbegleitend. Der ist ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe am Anfang in den ersten 2 Wochen so einen Theorieblock. Die Studierenden können sich eben anhand von Studon-Lernmodulen so in die Grundlagen einfach einlesen, so aus wissenschaftlich-psychologischer Sicht zum Thema Gewohnheiten, Motivation, Selbstregulation, Kognition, Emotionen und lernen auch ein 4-Schritte-Programm zum Aufbau neuer Gewohnheiten eben kennen, Routinen. Dann sucht sich jeder Student, jede Studentin eine Gewohnheit aus, soll sich optimalerweise um eine positive Lerngewohnheit handeln, sowas wie To-Do-Listen schreiben, Vokabeln pauken, Vor-Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, kann auch was anderes sein. Mir geht es darum, dass man eben eine positive Routine findet, die man auch längerfristig etablieren möchte, auch gibt auch Schreibroutinen, Lernroutinen, um sich dann eben im Alltag zu entlasten, auch als Student oder Studentin. Diese Gewohnheit wird dann aufgebaut über 10 Wochen. Also das ist eben so die durchschnittliche Zeit, die es dauert, bis eine Routine etabliert ist. Und wird auch dokumentiert. Auch hier gibt es kleine Projektteams, also 4 Studierende mit ähnlichen Gewohnheiten schließen sich kurz. Wie läuft es denn bei euch so? Tauschen sich aus. Und auch ich gebe Feedback zu Projektplänen und Projektberichten. Also genau, das waren jetzt einfach so mal ein bisschen zu erzählen, wie die Kurse ausschauen können. Eigentlich bei allen unseren Kursen ist das Prinzip wissenschaftsbasierte Lehre. Also wie Sie gesehen haben, wir haben immer eine Vermittlung von Hintergrundwissen mit dabei, von bestimmten Techniken, erstmal in der Theorie. Wir schicken die Leute aber dann relativ schnell in die Anwendung rein, durch praktische Übungen, durch Transferaufgaben. Es wird regelmäßig reflektiert, eben so eine Art Lerntagebuch auch geschrieben. Genau, und wir wollen, ist uns auch wichtig, dass wir jetzt keine Konkurrenz zu den Fachveranstaltungen sind, sondern war auch schon analog so, jetzt im Digitalen auch, dass wir versuchen, eben zeitlich, örtlich flexible Angebote zu liefern, die sich dann auch gut mit dem Fachstudium kombinieren lassen. Beispiel in dem Seminar, das ich gerade vorgestellt habe, digital und selbstorganisiert lernen, erstellen die Studis einen Lernplan, anhand dessen sie sich dann eben auf ihre Fachprüfungen vorbereiten können. Also das ist so Win-Win, die Leute üben bestimmte Schlüsselqualifikationen ein und können sich eben gleichzeitig auch im Fach ein bisschen entlasten. So ganz kurz, wie wird unser Angebot von den Studierenden bisher so angenommen? Was wir eben beobachten, ist tatsächlich eine hohe Nachfrage durch die Studierenden. Wir erreichen allein mit unseren GOS-Angeboten im Jahr so circa 1700 Studierende. Das haben wir mal zusammengerechnet. Und gerade jetzt auch bei den Seminaren, die ich gerade gezeigt habe, gibt es eben Teilnehmerbeschränkungen auf 20, 30 Teilnehmer. Und da haben wir dann auch teilweise lange Wartelisten. Gerade bei den Selbstkompetenzkursen habe ich so im Schnitt 2 Interessenten für einen Seminarplatz, was natürlich auch ein bisschen unbefriedigend ist, ja, dass man im Prinzip gar nicht alle Studierende jetzt versorgen kann. Aber es ist eben diese Nachfrage da und wir evaluieren standardmäßig unsere Veranstaltungen. Auch da schauen wir immer so ein bisschen drauf, gerade nach den Orientierungsangeboten. Wie gehen die Studis raus? Und die große Mehrheit sagt dann auch wirklich, ich fühle mich jetzt besser vorbereitet. Meine wichtigsten Fragen wurden definitiv geklärt. Und über alle Veranstaltungen hinweg haben wir eigentlich gute, sehr gute Gesamtbewertungen und nahezu eine 100% Weiterempfehlungsquote. Wobei, das ist, finde ich, das ist ein super schönes Ergebnis, aber noch spannender finde ich es eigentlich eben in diese Reflexionspapiere wirklich reinzuschauen und zu sehen, was hat den Leuten jetzt tatsächlich geholfen. Und auch da wird halt deutlich, die lebenspraktische Relevanz dieser Themen ist einfach sehr, sehr hoch. Also wird oft gesagt, diese Tools haben mir extrem geholfen, mich tatsächlich jetzt besser zu organisieren und besser durch die Prüfungszeit zu kommen. So, letzte Folie, Zusammenfassung und Fazit.
denke, das ist heute klar geworden, dass ein Online-Studium natürlich besondere, vielfältige Herausforderungen an Studierende stellt, neben den vielen Chancen, die es natürlich auch bietet. Um diese Chancen zu nutzen, aber auch die Herausforderungen zu meistern, braucht man eben unter anderem bestimmte Schlüsselqualifikationen, die wir am CIVIS bzw. GOS eben jetzt in den letzten Jahren und auch in diesem Wintersemester wieder anbieten und fördern. Jetzt kommt der Wermutstropfen. Ist ja bekannt, dass das GOS Ende 2020 auslaufen wird. Und damit droht natürlich jetzt leider auch ein Großteil dieser Angebote erstmal ersatzlos wegzufallen, was natürlich sehr, sehr schade wäre. Ihr habt von der Stufe ja eine Petition auch ins Leben gerufen zum Erhalt des GOS und anderer KÜS-Projekte, auf die ich jetzt einfach an der Stelle mal hinweisen möchte, noch so als Ausblick. Also wir vom GOS hoffen natürlich einfach sehr, dass wir euch als Studierende da auch weiter unterstützen können, sei es jetzt im Online-Studium oder dann auch irgendwann wieder in Präsenz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.